Gut 3000 Kilometer weiter südlich, Caracas, Venezuela, dort heute Aufruf zu Massendemonstrationen. Die Fronten beider Lager bleiben verhärtet. Der Machtkampf zwischen Präsident Nicolás Maduro und Übergangspräsident Juan Guaidó geht weiter. Der Kampf um die politische Macht und der Kampf der Venezuelaner ums nackte Überleben auch. Es berichtet unser Südamerika-Korrespondent Christoph Röckerath. Wieder sind es Zehntausende, die auf den Straßen von Caracas gegen die Regierung demonstrieren. Weg mit Maduro, nein zur Diktatur, immer wieder. Ich sehne mich nach Freiheit, nach Demokratie. Ich bin hier, weil ich ein Ende dieser Regierung und freie Wahlen will. Selbst im Sterben muss man sich hier hinten anstellen, weil die Krematorien voll sind. So geht es nicht weiter. Es ist ein Krieg der Bilder und Botschaften. Zwischen Dosenstapeln steht Oppositionsführer Juan Guaidó und sagt, die Hilfe laufe an. Die genaue Herkunft dieser Güter ist allerdings unklar. Die Regierung blockiert weiter die Grenze. Fast zur gleichen Zeit lädt der umstrittene Präsident Nicolás Maduro die Presse ein, zeigt schöne Bilder Venezuelas und verkündet den Start einer neuen Tourismusoffensive. Das ist doch eine gute Gelegenheit, wenn Venezuela schon mitten in diesem geopolitischen Sturm im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Pragmatisch geht Maduro auch an der Grenze vor. In Sichtweite der blockierten Hilfe auf der anderen Seite lässt er eigene Hilfsgüter verteilen, gegen eine kleine Gebühr. Auch hier ist unklar, woher die Waren kommen. Doch die Inszenierung kann das Elend wenige Meter weiter nicht überdecken. Sie kommen zu Fuß oder mit dem Taxi. Kranke und Schwache, die in Venezuela keine Hilfe bekommen. Menschen verhungern, auch wenn die Regierung sagt, es sei eine Lüge, es passiert. Und in den Krankenhäusern sterben sie, weil es keine Medikamente gibt. Vor wenigen Minuten tritt Juan Guaidó in Caracas vor seine Anhänger und verspricht: Wir werden nicht aufgeben, bis wir freie Wahlen erreicht haben.